Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Renegade Platinum Hardcore Nuzlocke Post Game. Wir gehen rein mit dem Team von der letzten Folge noch. Hat sich, glaube ich, gar nichts verändert. Ja, und wir müssen jetzt hier nochmal nach oben. Da geht es jetzt in Richtung Heatran. In den Stark Mountain. Okay. Oh. Müssen wir gegen die kämpfen jetzt gleich? Dann würde ich nicht mit Shelterra leanen. Lass mal Simsala zuerst reingehen, weil Simsala tendenziell auch bei Switchen eher schlecht ist. Der tendenziell nochmal vor der Anfang direkt böllern kann. Oh nein. Ah, Sachen so Master Cyrus ist, oh mein Gott. Einzel-Doppelkampf. Der kann uns ja nicht one-shotten, ne? Aber wie ihn schon tendenziell, ja. Okay. Ja, aber Crow ist ja auch sehr schnell, deswegen, ne? Boah, das Problem ist ja ein Mega. Den hatten wir ja schon als Gegner in der Top 4, ne? Wenn er mit Speed Boost. Ich glaube, ich muss sogar einmal drin bleiben. Wir drücken hier einen Shadow Ball. Der macht Half-Life. Okay, das ist gut. Der Bug war auf dem Sash, ja. Bitte hab keinen Speed Boost. Und er hat halt hohe Spätzle-Werte, ne? 181, okay. 316, holy shit. Ja gut, die drittmeisten, ne? Wir können auf den Toxter gehen, das Problem ist, aber... Müssen wir gammen, ob der Shadow Ball nicht einfach... ob wir noch schnell sind? Ich glaube, ich will es gerne versuchen. Oh mein Gott. Imagine, ich wäre auf den Toxer gegangen. Und der hat eine Psychokinese vor allem. Moment. Das ist dann Dame mit Rock Climb. Psycho, Käfer. Käfer, hier eine Flugattacke. Ja, ich muss hoffen, dass dann da mal. Ja, komm. Also. Ihr habt aber auch nur eine, ne? Ah, dammit. Das Problem ist, sie hat einen Ice-Heap. Ja, aber der wird jetzt niemals Elektro machen, der wird einen Ice-Heap machen. Deswegen ist er dort reinkommen. Das heißt, ich habe Erdbeben und hoffe, dass ich ihn. Der killt mich, schneller. Ich hab gehofft, dass er damals vielleicht schneller ist. Weil der Tier-Elektro, der hat da Ice Heap, der Tier-Kampfattacke. Sherizado. Die sind schneller wichtig. Gib uns den Burn vielleicht. Quatschstopp geht daneben. Oh. Okay, 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 okay. Wir sind noch in the game. Warum soll ich hier nicht Flammen werfen? Okay, du hast einen Rockstar, aber du bist halt Bronzong. Bronzong ist halt scheiße in der Offensive. Plus der Burn natürlich, ne, aber gut, dass der Burn doch so viel Schaden macht wie Leftovers Healed.
Boah, das war schon 48 Damage, ne? Ja, so 110, 120 würde einen Rockslide machen wahrscheinlich, ne? Ich glaube, das möchte ich nicht riskieren an dem Punkt. Body Slam, okay. Okay, knapp. Oh, das war ja. Das war ja. Das war ja wenig Damage, was. Ja, okay, klar, Tara ist offensichtlich nicht so stark, true, aber. Jetzt hätte ich gerne eine Toxic hier, to be honest. Also einfach schon direkt gedrückt haben, dann würde er sich einfach sterben in Ruhe. Gilt nicht, oh Gott. Ja, wir können jetzt halt killen einfach. Oder wir sagen, wir müssen so ein Healing und dann ein bisschen mehr KP rauszugehen, ne? Wahrscheinlich besser sogar. Das war jetzt aber eine krasse High Roll. Holy shit. Hat 100 Damage gemacht. Okay, okay. What's next? Pure Ruggly. Wir versuchen erstmal kurz zu dich ziehen, glaube ich. Daneben. Shelterer, treff doch bitte! Dankeschön. Oh mein Gott, Alter. Ey, wie ich diese ganzen Scheißfahrers hasse, ne? Alter! Wie unlucky willst du sein, Chetera, ja. Danke, Chetera. Oh mein Gott. Oh, holy shit. Oh. Kämpfen wir doch gegen den nächsten jetzt? Oh nein, bitte nicht. Oh nein. Okay, warte mal. Simsala und Sandama waren tot, ne? Das heißt, wir müssen jetzt hier eh rausgehen, instant. Das heißt, wir gehen hier auf Glurak, würde ich sagen. Ja, Simsala und Sandama dürfen wir nicht nutzen. Dementsprechend, okay, das ist ein spezielles Sponsor. Irgendwas ein physisches, ne? Oh, den one-shotted Glurak einfach. Let's go, Glurak. Nice. Sableye. Ja, auch da sollten wir doch eigentlich einfach draufhauen können. Viel Damage. Okay, beim nächsten Mal müssen wir da rausgehen, auf jeden Fall, ne? Ein Kürtchen, hätte nicht vorher kommen können, to be honest. Skuntank. Skuntank kann halt auch Flammenwurf haben, ne? Ein Gangshot. Ja, das surfen wir drauf, würde ich sagen. Macht nicht mal half.
Boah, Shelterra nach Taranglur gleich die letzten Monster besiegen können? Ich glaube, das wird darauf hinauslaufen jetzt. Hätte Naun Hyrule sein können, to be honest. Der Crit hat es halt für den Doxer besiegelt. Burgerort wieder safe, dass ich keinen Hit mehr darauf bekomme. Scheiße, Crobat. Du kleines. Oh nein. Klar, das ist ein Hurricane natürlich. Please, can you stop it? Ey, kannst du mit den scheiß Hurricane müssen? Danke. Ja, jetzt gibt nochmal einen Death Drop, ey. Fuck, ich muss auf Play Rough jetzt gehen, weil ich muss ja die APs ein bisschen behalten noch. Der trifft, nice. Oh. Attack Drop. Hätte ich einfach einen Death Drop geben können, dann wäre das auch ein bisschen mehr Damage gemacht. Oh mein Gott, Hypnose, Hurricane, Doppelteam. Hm. Aber ganz ehrlich, ich outsold einfach deine Hurricane AP. Also bin ich jetzt ja auch ganz ehrlich mit dir. Wenn du mir so auf den Sack gehst, ne? Nach Tag hängt alles weg im Endeffekt und ja, dann warten wir bald, bis die AP weg sind. Was halt, das Problem ist halt so unwahrscheinlich, dass ich treffe eigentlich, ne? Also es gibt ein paar Runden halt, ne? Also Schlaf ist eigentlich gar nicht so schlimm gerade, weil wir einfach healen und wir healen an sich tendenziell mehr, als was sonst Damage machen. Eine Sludge Bomb noch, okay. Also hast du kein Hurricane mehr. Das war das dritte Mal die Sludge Bomb. Wir müssen ja die Farm mit APs halt, ne? Ich weiß ja nicht genau, wie viele AP hat denn Sludge-Bomb? Zehn. Okay, das ist dreimal gemacht bis jetzt. Dankeschön. Boah, Nachtara, gut, dass du so viel tankst, ne? Ja, sorry, das müssen wir aber so spielen jetzt den Punkt gerade. Komm, ich muss halt auch die APs für Crunch behalten noch, was für was noch kommt, ne? Hm, scheiße. Du hast halt einen Fokusblast, ne? Aber ich kann mich da durch gegenheilen einfach, ne?
Shetara kann da nichts gegen ihn tun, ne? Boah, kannst du noch mal missen, oder? Also jetzt mal eher nicht. Wenn ich Attacke machen würde, würde er nie treffen. Der vierte scheiß Focus Blaster trifft. Deathdrop? Ne. Der fünfte Focus Blaster trifft, natürlich. Das ist auch mal einen. Warum soll auch mal einer nicht treffen, ne? Wäre ja auch langweilig, wenn er nicht treffen würde. Aber du hast keine AP mehr auf dem Focus Blast. Was machst du jetzt? EQ. Kannst aber nur Steintacke haben, du kannst Steinhagel oder so einen Scheiß haben, ne? Oh, Deathdrop, der ist huge. White Hur. Ein Sludge Bomb, okay, gut, dass ich nicht gewechselt habe. Sludge Bomb, EQ, Focus Blast. Oh, Mixed vor allem und dann noch eine Pflanzattacke. Okay. Ein Crit, okay, danke. Der Crit war gerechtfertigt auf jeden Fall, ja, ja, ja. Du hast Blättersturm als Spitz, als Spannattacke, ne? Deswegen das White Herb. Ah, I understand. Tschüss, Tank Bros. Alter, nach Tara, ne? Oh mein Gott, ist der gut gerade. Ich habe ein Problem mit Gastrodon. Der kann halt eine Icebeam haben, ne? Okay, Genauigkeitsdrop, das heißt Wechsel für mich. Weil jetzt. Jetzt muss Shetara das machen. Dafür ist Shetara jetzt aber auch da. Ganz ehrlich. Ja, sehr effektiv. Schneller. Also viel effektiv schneller als Zap. Oh mein Gott. How dare you? Okay, die suchen nach Meister Cyrus noch. Okay. So, ich hab ihn halt besiegt. Okay. An ordinary girl. Oh. So impressive. Oh my god. Oh, die. Okay. To be honest, auf einen Back-to-Back-Fight mit nur drei Toten rauszugehen. Das ist okay, würde ich sagen. Ja, aber ich würde mal sagen, ich mache uns mal das neue Team sozusagen. Oh! ich bin am Poker Center, habe einmal guckt, wie lange die Folge so geht und dieser Doppelkampf hat ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht habe. Ja, deswegen machen wir jetzt hier auch sozusagen schon Feierabend und gucken mal mit der Frage des Videos. Kampfen wir uns. Das erste, was mir ganz klar einfällt, ist ein Lucario. War noch eins der coolsten, generell schon der coolsten Mons, aber auch natürlich der coolsten Kampfmons. Scaraborn, Panferno, Karpels sind so Mons, die mir noch schnell einfallen. Galagladi. Oh, neueste Gen Epitaph. Richtig, richtig nice. Wulaosu, finde ich auch richtig cool mittlerweile. Ja, wenn man jetzt so Richtung Rabauz reinguckt, klar, ist noch schon auch so ein Mon, was ich immer noch sehr cool finde. Ja.
Ja, Tauros, also Paldea Tauros natürlich mit Kampf, gerade Kampffeuer finde ich halt auch vom Design sehr cool. Ist halt zwar nicht so stark, aber ist halt schon ganz cool. Grandiras, ne, so Drache Kampf finde ich auch noch echt nice. Ja, ich glaube. Oh, Pamomamo. Kenne ich auch jemanden, der Pamomamo auch noch echt geil findet. Ja, cool. Das war's mit der heutigen Folge. Mit wieder drei Verlusten. Shit. Ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich wünsche einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Und tü de lü.